Stockholm am vergangenen Wochenende. Während in den meisten europäischen Ländern das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen ist, geht Schweden in der Corona-Krise einen Sonderweg. Schulen und Geschäfte sind geöffnet, ebenso viele Restaurants und Cafés. Die Menschen werden zwar dazu ermuntert, im Homeoffice zu arbeiten und Abstand zu Mitmenschen zu halten, Risikogruppen sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Bislang sind das aber nur Empfehlungen. Einzig verboten sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen, seit Sonntag. Das Vorgehen in Schweden hat System. Steg für Steg, so war das Beslut für die. Schritt für Schritt werden Entscheidungen getroffen, um die besten Bedingungen für die Gesellschaft und das Gesundheitssystem zu schaffen, um diese Krise zu bewältigen. Deswegen haben wir noch viele harte Wochen und Monate vor uns. Bislang geben die aktuellen Infektionszahlen dem schwedischen Weg recht. Etwa 3000 Menschen sind hier infiziert, nicht mehr als in den nordischen Nachbarländern, die einen weitaus rigidereren Kurs fahren. Christian Christensen, gebürtiger US-Amerikaner mit schwedisch-dänischen Wurzeln, lebt seit 13 Jahren in Stockholm. Der 50-jährige Medienprofessor rechnet in der Corona-Krise mit striktereren Maßnahmen, sollten die Infektionszahlen nach oben gehen. Ich vermute, sollten die Infektionszahlen in Stockholm oder anderen Gegenden steigen, dann werden wir sukzessive erleben, dass Schulen, Bars und Restaurants schließen. Die schwedische Regierung behält sich das noch vor. Ihre Strategie lautet, wir machen, was wir machen. Und wenn wir positive Ergebnisse damit erzielen, dann machen wir weiter. Das ist genau die gegenteilige Strategie vieler anderer Länder. Nicht jeder Bürger in Schweden ist mit dieser Strategie einverstanden. Es gibt eine große Debatte darüber in Schweden. Es gibt viele, die damit nicht einverstanden sind. Es herrscht nicht das übliche schwedische Gemeinschaftsgefühl. Es gibt viele, die sagen, das geht hier in die komplett falsche Richtung. Solange das allerdings nicht schwarz auf weiß feststeht, wird die schwedische Regierung ihre Bürger weiterhin dazu ermuntern, an die frische Luft zu gehen. Zu Hause zu sitzen, so ein bekannter schwedischer Epidemiologe, sei schließlich auch schlecht für die Gesundheit.